Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Heute geht es um alle 12 Uniques, die mit Season 4 neu ins Game reinkommen. Wir sprechen über alle ein wenig, wo ihr sie findet und wie ihr sie findet und wie die eventuell in Builds passen. Außerdem werde ich im Hintergrund ein bisschen was vom PTA, was ich aufgezeichnet habe, laufen lassen. Ein bisschen Höllenflut. Ich glaube, das ist ganz geil für euch. Ich hatte jetzt keine Lust, ins Season 3 Game zu gehen, um euch da irgendwie da was aufzunehmen. Deswegen hier schon im Hintergrund ein bisschen PTA, Höllenflut, sehr geil. Und wir schnacken ein bisschen über die kommenden Uniques. Insgesamt kommen 12 Stück rein. Ein Unique, was für alle Klassen ist. Jens Blessing, sehr cool. Und ein neues Uber-Unique, Tyrells Macht, auch sehr geil, wenn wir gleich drüber sprechen. Und jede Klasse hat 2 Uniques bekommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Barbaren an und gehen dann alle einmal durch. Und beim Barbaren, das allererste ist Twin Strikes. Die deutschen Namen habe ich jetzt noch nicht. Werde ich dann nachreichen, wenn wir in Season 4 sind. Ich habe aktuell nur die englischen Begriffe. Das kann sich ja auch bis Season 4 noch ändern. Ihr wisst ja, die Übersetzung bei Blizzard ist immer ganz witzig. Die könnt ihr finden bei Gregor, sowohl in Weltstufe 3 als auch in Weltstufe 4. Alle Informationen habe ich von D4 Builds. Wenn ihr das selber einmal abchecken wollt, ich packe euch den Link unten rein. Da könnt ihr alle Uniques, die es gibt und auch die mit Season 4 reinkommen werden, euch schon mal selber anschauen, wenn ihr das mit einer Website machen wollt. Und bei Twin Strike sehen wir einmal Attack Speed. Das ist sehr cool, gerade für einen Barbaren. Handschuhe mit Attack Speed, sehr cool. Lucky Hit, up to 5% to store primary resource, finde ich jetzt nicht so cool. Ich bin allgemein überhaupt gar kein Fan von diesem Lucky Hit, um damit primäre Ressourcen wiederherzustellen. Dann Standard Damage und Ränge zu Double Swing, was auch mit dem Aspekt zu tun hat, weil nachdem man Doppelschwung 4-mal gecastet hat, wird der nächste Doppelschwung 2 zusätzliche Ziele treffen und das macht dann nochmal bis zu 25% mehr Schaden. Übrigens, das Ganze, jedes Unique, was wir uns hier angucken, kann natürlich diesen 150% Boost haben und auch natürlich vollendet werden. Denkt euch also überall bei den A-Fixen, dass man da natürlich extrem viele Bonis drauf bekommen kann. Wir sehen hier keine harten Facts mit Attack Speed zum Beispiel, aber ich gehe stark davon aus, dass der Base Stat irgendwo bei 15% ist, wenn man dann 150% drauf hat und dann eventuell 12 Level komplett auf Attack Speed hat, kann man da eventuell auf, weiß nicht, 30-40% kommen. Könnte natürlich für einen Furry Barb sehr cool sein, kann ich mir da auf jeden Fall sehr cool vorstellen. Kommen wir zum nächsten, das ist die Hose, die Areads Hose, wie wird sie hier genannt? Areads Bearing. Gibt Maximum Leben, Ultimate Cooldown Reduction, sehr cool. Stärke und Damage Reduction. Und einen richtig langen Aspekt, den ich mir jetzt selber erstmal durchlesen muss. Scheint eine Hose zu sein, die sich um den kompletten, um die komplette Ult mit den Ancients dreht. Da haben wir einmal Korlik, der macht zusätzlich ein Erdbeben. Talik ist einer davon, der macht Dust Devils. Und Mordok macht den Boden auf Feuer und das alles über 4 Sekunden. Wenn man also ein Ancients-Bild spielen will, ist das auf jeden Fall die Hose, die man da nehmen sollte. Die Hose findet ihr übrigens bei Lord Seer und nur auf Weltstufe 4, also nicht auf Weltstufe 3 verfügbar. Dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zum Druiden und da zu einem Item, das habe ich auch schon im PTA selber gesehen und das ist der Earthbreaker. Und der Ring ist sehr, sehr cool. Also erstmal gibt es hier wieder Spirit Cost Reduction, Willpower, Attack Speed und leider Lucky Hits, um den Gegner zu slowen. Das finde ich nicht so cool, aber Spirit Cost Reduction, Willpower und Attack Speed sind sehr cool. Und dann auch der Aspekt, der sehr cool ist, weil Landslide jetzt auch so tektonische Stacheln macht über 2 Sekunden und jeder dieser Spikes hat nochmal die Möglichkeit, Landslide zu beschwören. Also eine sehr, sehr cooler Ring, der, glaube ich, extrem krass werden kann. Ich habe da auch schon den ein oder anderen Bild im PTA gesehen, der da komplett broken war. Den Earthbreaker könnt ihr auch wieder bei Gregor, Weltstufe 3 und 4 finden. Ich werde euch auch mal irgendwo, ich denke am Anfang des Videos, einmal zeigen, wo man was findet. Das ist, glaube ich, einfacher, weil man sowieso nur alle neuen Sachen bei Gregor finden kann und das Weltstufe 3 und 4 und bei Lord Seer und das Uber-Unique natürlich bei Duriel und Andariel. Das werde ich irgendwo mal einmal einfügen.
Dann haben wir Schuhe für den Druiden neu, Wildheart Hunger. Ich konnte mit diesem ganzen Wildheart-Ding nicht so viel anfangen. Wir haben hier Overpower Damage, das ist sehr cool. Damage Reduction auch sehr cool. Crit-Schaden auch sehr cool. Und Movement Damage sehr cool. Movement Speed sehr cool. Also ich muss sagen, die Schuhe auf dem Druiden kann ich mir sehr gut vorstellen. Zumal es auf dem Druiden sowieso nicht viele Unique-Schuhe gibt. Ich glaube sogar gar keine. Abgesehen natürlich von denen, die sowieso jede Klasse nehmen kann. Aber so rein Druidenschuhe gibt es, glaube ich, gar nichts. Ja, krass. Die ersten Druidenschuhe und die euch Wildheart gibt, 5 Sekunden lang, womit ihr dann 2 Sekunden lang mehr Schaden machen könnt, wenn ihr euch in einen Werwolf und einen Werbären verwandelt. Spielt ihr also ein Bild, der sich andauernd hin und her verwandelt, zu Mensch, zu Werbär, zu Werwolf, dann könnt ihr hiermit bis zu 25% mehr Schaden machen. Sehr cool der Aspekt, aber allein die A-Fixe sind auch schon sehr cool. Overpower Damage, Damage Reduction, Crit-Schaden und Movement Speed, sehr coole Schuhe. Machen wir weiter mit dem Jäger und da haben wir Saboteurs Signet. Findet man wieder von Gregor auf Welche 3 und 4 und ist ein Ring. Damage zu Crowd Control Enemies, klar. Crit Chance, sehr cool. Max Life und Crit Schaden. Und wenn man Fury castet, hat man eine Chance, eine Stun-Granate zu releasen. Und die stunt dann die Gegner für eine Sekunde. Und die Granaten-Skills haben eine 5% erhöhte Lucky-Hit-Chance. Also, Ring für Flurry und Granaten, sehr cool. Und dann gibt es noch den Scroundels Kiss, auch wieder ein Ring. Crit-Chance, Ranks to Rapid-Fire, die Imbuements, die Infusionen, Cooldown-Reduction und Attack-Speed, nachdem man eine Attacke ausgewichen ist. Es gab ja auch Builds, die irgendwie 90 oder über 100% Dodging hatten, also dass man ausweicht. Das wäre dafür auf jeden Fall ein sehr cooler Ring und macht im Aspekt, dass Rapid Fire explodiert und mehr Schaden macht. Sehr cool. Den findet man bei Lord Seer auf Weltstufe 4. Als nächstes der Necromancer mit Ebon Piercer kann man auch wieder bei Gregor finden, Weltstufe 3 und 4. Ist ein Amulett, macht Schattenschaden über Zeit, Damage Reduction und Essenzkostenreduktion und Movement Speed, sehr cool. Und macht das Beleid jetzt 4 kleinere Projektile zusätzlich schießt, die Gegner auch noch durchschlagen können und Shadow Damage über 3 Sekunden machen. Also auf jeden Fall ein sehr cooles Amulett für den Blight-Build. Da habe ich ja auch schon vor Wochen, Monaten mal ein Blight-Build zugemacht. Checkt auf jeden Fall das Video ab. Könnte man dann auf jeden Fall mit diesem Amulett bestücken und nochmal mehr Schaden raushauen. Und bei Lord Seer auf Weltstufe 4 gibt es den Kruos Embrace. Handschuhe, die Overpower Damage machen. Kernschaden, wieder Lucky Hit und Ränge zu Blutwoge. Sehr cool. Handschuhe für Blutwoge. Blutwoge konsumiert jetzt Körper, die auf dem Boden liegen, die eine Mini-Nova machen und auch noch Schaden macht. Der Schaden ist um 10% erhöht pro Gegner, den ihr Leben abzieht, bis zu 50%, das ist sehr krass. Und der Schaden ist zusätzlich um 20% erhöht für jeden Korps, den man konsumiert. Das ist richtig crazy. Oh mein Gott, das erhöht den Blutwoge-Gebild ja so extrem krass. Für jeden Körper, den man konsumiert, 20% und jeden Gegner, den man absaugt, bis zu 50%. Das kann ja den Schaden verdoppeln, verdreifachen, nur durch diese Handschuhe. Okay, ich glaube, Blutwoge wird in Season 4 sehr krass. Als letztes haben wir den Magier mit Flame Weaver von Gregor auf Weltstufe 3 und 4. Und das sind auch Handschuhe. Gibt Attack Speed, Damage zu Burning Enemies, Ränge zu Firebolt und Ränge zu Devouring Blaze. Und wenn ihr ein Firebolt durch eure Feuerwand schießt, werden daraus 4 Bolts, also 4 einzelne Schüsse, die bis zu 30% mehr Schaden machen. Finde ich sehr schwierig, weil das wieder sehr viel mit Movement zu tun hat. Man muss erstmal seine Wall. Ich meine, wenn man ein Wall-Build spielt, hat man sowieso die ganze Zeit überall Firewalls. Ist vielleicht dann doch nicht so schwierig, aber ich stelle mir das gerade vielleicht im Early- und Mid-Game ein bisschen schwierig vor. Obwohl, ich meine, die gibt es auch erst bei Stufe 3. Aber wisst ihr, weil ich meine, man muss erstmal in die Wand setzen und dann genau da durch diesen Firebolt
Schießen muss man also gutes Positioning haben, je nachdem, wo die Gegner sind und so, stelle ich mir etwas schwierig vor. Und dann auch nur in Anführungsstrichen 30% mehr Damage. Da gibt es, glaube ich, andere Handschuhe, die da etwas besser sind. Kann sich aber natürlich auch bis Season 4 noch was ändern. Das ist jetzt natürlich auch alles nur Informationen aus dem PTA. Und dann haben wir als zweites Unique für den Magier Fractured Winterglas. Kriegt man auf Weltstufe 4 von Lord Seer. Und das ist wieder ein Amulett. Gibt Cooldown Reduction, nicht physischer Schaden Damage, Ränge zu Conjuration Masteries und Verwundbarkeitsschaden. Conjuration Masteries, das ist dieses Frozen Orb und sowas. Casting Frozen Orb. Also wenn ihr einen Frozen Orb beschwört, habt ihr bis zu 50% Chance, eine andere random Conjuration-Attacke zu casten, sobald der Frozen Orb explodiert. Außerdem gibt es nochmal Lucky Hit, dass eure anderen Conjurations einen Frozen Orb schießt und die bis zu 100%, das ist also krass. Auf dem Magier hat man da sowieso immer relativ hohen Lucky Hit, man kann das ja auch durch verschiedene Quellen erhöhen. Würde mich jetzt sehr interessieren, wie hoch der die Lucky Hit Chance beim Frozen Orb ist, ob das extrem krass procken kann, beziehungsweise bei den anderen sowas wie diese Ice Blades. Könnte auf jeden Fall sehr krass sein. Ich meine auch, dass ich dazu schon ein Bild im PTA gesehen habe. Sind viele Leute mit Frozen Orb rumgelaufen. Das war schon sehr krass, wenn überall nur Frozen Orbs rumgeflogen sind. Das war's mit den Uniques für alle Klassen. Jetzt gibt's noch Jens Blessing. Das sind Schuhe für alle Klassen. Damage Reduction gegen nahe Gegner, Movement Speed, Verwundbarkeitsschaden und via Lucky Hit. Und das Geile ist, das sind so die Geheimschuhe für Magier, weil der Aspekt extrem krass ist. Wenn ihr einen Skill castet, habt ihr eine bis zu 30% Chance, dass ein Nicht-Mobilitäts- und ein Nicht-Ultimate-Skill, der gerade auf Cooldown ist, komplett sofort aktiviert wird. Und das alle 12 Sekunden. Wenn man das zusammen mit Frost Nova, dem Eisschild und dem Feuerschild auf dem Magier spielt, kann es sein, dass man bis zu 100% diese Schilde aktiv hat. Mit eventuellen Cooldown Reductions auf den Items mit Affixen kann das extrem, extrem krass sein. Da habe ich sehr Bock, nächste Season einen Magier zu spielen mit diesen Schuhen. Das kann sehr cool werden. Auch auf Druiden kann ich mir das sehr krass vorstellen. Wenn dann zu 30% irgendein Cooldown aktiviert wird. Sehr, sehr coole Schuhe. Und dann als allerletztes das neue Uber-Unique, was ihr bei Andariel und Duriel finden könnt. Gibt Resistance zu allen Elementen. Maximiert die Resistenzen bei allen Elementen. Einmal All States und einmal Damage Reduction. Und während ihr in Full Life seid, bekommt ihr den Divine Barrage Skill. Das könnt ihr euch vorstellen wie diesen Schrein, den ihr bekommt, wenn ihr angreift und solche Lightning-Schüsse kommen. Den gleichen Effekt werdet ihr bei Tyrells Might ständig haben. Stelle ich mir sehr, sehr krass vor, wenn man das auf einem Full-Life-Barbaren spielt, der gibt jedem Skill immer wieder so einen Divine Barrage raushaut. Bin ich sehr gespannt auf den Damage, wie hoch der geht. Das Ganze auch noch wieder mit Masterwork und mit der Vollendung und auch mit dem 150% Boost. Kann extrem krass werden, glaube ich. Da habe ich sehr Bock drauf, das in Season 4 zu spielen. Und das waren alle Unique Items, die mit Season 4 reinkommen. Zusätzlich natürlich auch noch neue legendäre Aspekte. Wenn ihr dazu ein Video zu sehen wollt, auf jeden Fall mal unten in die Kommentare reinschreiben. Schreibt mal unten in die Kommentare außerdem, was ihr von allen Uniques so am besten findet. Ich glaube, Tyrells Macht ist schon sehr, sehr cool als neues Uber-Unique. Ist, glaube ich, auch die erste Chest-Uber-Unique. Ne? Wir hatten ja zwei Köpfe, Waffen, Ring und Amulett, aber eine Rüstung hatten wir noch nicht, also sehr cool, Rüstung jetzt als Unique, das zusammen mit Harlequins Krone. Okay, ich habe sehr Bock auf Season 4, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich natürlich selber ein Follow freuen, wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt und ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.